aber gewinnen ist schon geiler. Geil, geil, geil. Ja, ist schon geil. Du guckst. Ja, ich bin so ein bisschen sprachlos, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Die Toten Hosen waren nominiert mit Crow und Silbermond und den Ärzten. Und ja, dann komme ich und gewinne das Ding. Das ist irgendwie schon, das habe ich den Fans zu verdanken und das ist echt geil. Ja, aber was sagt das auch über dich aus und dein Durchhaltevermögen und deine Art von Musik und so weiter? Ich meine, ein bisschen Lob kannst du auch selber so ein bisschen, ne? Dir auf die Schulter klopfen und so. Ja, es ist natürlich, also man kann auf jeden Fall sagen, es ist natürlich schwer irgendwie als Castingshow-Gewinner sich irgendwie zu halten und weiter zu kämpfen, aber man muss halt irgendwie fest dran arbeiten, fest dran glauben und irgendwie zeigen, dass man Musiker ist. Ich bin jetzt gerade im Studio am zweiten Album dran und versuche meinen Fans irgendwie das fetteste Album zu bringen, was es überhaupt gibt. Und ich hoffe, das gelingt mir auch. Wir sind eigentlich auf einem guten Weg und dann hoffe ich, klappt das schon alles. Naja, hier hast du noch eine zusätzliche Motivation und so ein Zeichen, dass es doch so wie du denkst und was du so für Ideen hast, dass es schon gut kommt, oder? Ich hoffe mal. Also meine Fans unterstützen mich, habe ich gemerkt. Ja. Ich hoffe noch mehr und dass demnächst noch so ein zweites Ding zu Hause steht. Und das geht jetzt krass ab, ne, an der Aftershow-Party, nehme ich an. Das geht sowas von krass ab. Ich werde mir so die Birne zuzwiebeln, also das geht jetzt richtig ab. Ich glaube, das darfst du absolut, ohne schlechtem Gewissen oder so. Das finde ich super. Ich habe auch gar kein schlechtes Gewissen, ich mache es einfach. Mach mal. Viel Spaß und ja, nochmals herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank und euch noch einen schönen Abend und danke an euch. Danke, Roman. Tschüss.